Die gebürtige Österreicherin Felicitas Paus ist Professorin für experimentelle Teilchenphysik an der ETH Zürich. Sie ist außerdem maßgeblich verantwortlich für ein Experiment am leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger der Welt, dem unterirdischen LHC am CERN in Genf. Ein Experiment, mit dem Antworten auf fundamentale Fragen in der Teilchenphysik gefunden werden sollen, die auch dazu beitragen, die Entstehung und Entwicklung unseres Universums besser zu verstehen. Einstein hat einmal gesagt, ich habe keine besonderen Eigenschaften, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Der zweite Teil des Satzes stimmen wir alle zu. Beim ersten würden wir sagen, er hatte auch ganz spezielle Eigenschaften als Physiker. Aber der Grundgedanke ist dasselbe. Man muss ganz gezielte Fragen stellen, nicht locker lassen, dass man eine Antwort geben kann auf eine ganz konkrete Frage. Das muss einem faszinieren und damit muss man sich voll auf diese Fragestellung konzentrieren. Das CERN ist mit seinen 20 Mitgliedstaaten und ca. 2600 Mitarbeitern das weltgrößte Forschungszentrum auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Unweit von Genf gelegen, ist es vor allem bekannt für seine große Teilchenbeschleunigeranlage, dem Large Hadron Collider, kurz LHC, einer der komplexesten Wissenschaftsmaschinen aller Zeiten. Teile des unterirdischen, über 27 Kilometer langen Beschleunigerrings und einige oberirdische Werkshallen befinden sich auch auf der anderen Seite der Grenze, in Frankreich. Die physikalische Zielsetzung der Teilchenphysik ganz allgemein ist, die Grundbausteine der Materie und die Gesetze der ihr zugrunde liegenden Strukturen zu untersuchen. So was heißt das? Grundbausteine der Materie sind die Teilchen, aus denen Sie, ich, unser Universum aufgebaut ist. Das ist mal das eine, was wir verstehen wollen. Das heißt aber, diese Grundbausteine der Materie, die sind unendlich klein, unvorstellbar klein. Wir sagen auch, sie sind punktförmig, haben keine Ausdehnung. So, um diese Grundbausteine zu studieren zu können, brauchen sie eine Art Supermikroskope. Und das sind diese Teilchenbeschleuniger, die wir hier am CERN haben. Felicitas Paus ist seit vielen Jahren Projektleiterin der ETH für das CMS-Experiment, einem von vier Hauptprojekten am Teilchenbeschleuniger LHC. Nach nun mehr als 10 Jahren Planungs- und Bauzeit steht das Experiment kurz vor der Inbetriebnahme. Die hunderte von Tonnen schweren Einzelteile des Detektors wurden oberirdisch angefertigt und mittels eines Spezialkrans durch einen 100 Meter tiefen Schacht herabgesenkt. So, wir sind jetzt zurzeit in der Endphase der Konstruktion. Wir haben alle schweren Elemente bereits unten. Insgesamt waren 15 dieser Elemente. Und wir sind in der Endphase der Installation. Das nächste, was kommt, ist die Beamröhre, die hier im Zentrum, wir sind ungefähr auf der Höhe der Beamröhre, im Zentrum durch den Detektor durchgeht und die 27 Kilometer Umfang des LHCs umschließt. Diese LHC-Maschine ist wirklich eine Maschine der Superlative. Man sollte dieses Wort ja nicht wirklich verwenden, aber ich glaube, in dem Fall trifft das wirklich zu. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, diese Protonen, die hier an annähernd Lichtgeschwindigkeit zirkulieren, machen diese 27 Kilometer Umfang ca. 11.000 Mal in der Sekunde. Wir können deshalb auch den LHC als die schnellste Rennstrecke bezeichnen, die wir überhaupt haben. Hier haben wir noch zwei Strahlröhren. Etwas später werden die dann zusammengebracht in eine Beamröhre, wo sie dann so zirkulieren. Und knapp vor dem CMS-Experiment
müssen natürlich diese zwei Strahlen auf die gleiche Höhe gebracht werden und dann im Zentrum von CMS werden sie kollidieren. Der CMS-Detektor ist einer von insgesamt 4 Detektoren am LHC und gleichzeitig einer der größten Teilchendetektoren der Welt. Die hochtechnologische Anlage hat einen Durchmesser von 16 Metern, ist 22 Meter lang und wiegt gut 12.500 Tonnen. Was bei den Kollisionen der Protonen genau passiert, wird mit dem Detektor präzis aufgezeichnet und analysiert. Man kann sich den Aufbau so eines Detektors vorstellen wie so Zwiebelschalen, die um einen Zentralpunkt gemacht worden sind. Und jede Schale entspricht einem verschiedenen Detektorelement und jedes Element hat eine ganz wohl definierte Aufgabe. Und wir brauchen eben all diese verschiedenen Elemente, um wirklich so ein Ereignis komplett rekonstruieren zu können. Das heißt, die Energie und den Impuls der Teilchen, die da produziert werden, zu vermessen. Was passiert, wenn diese Teilchen aufeinandertreffen? Dann passiert Einsteins berühmte Gleichung Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, aus dieser Bewegungsenergie wird Materie, werden neue Teilchen erzeugt. Das ist das Konzept einer Teilchenkollision, wie das wir schon in der Vergangenheit seit vielen Jahren machen. Und das ist auch dasselbe Konzept am LHC. Das Faszinierende dabei ist aber auch, dass das exakt den Bedingungen sind, die wir zum Zeitpunkt des Urknalls hatten, nämlich aus der ursprünglich vorhandenen, extrem großen Energie auf einem extrem unvorstellbar kleinen Raum hat sich unser Universum entwickelt. Danach hat sich ausgedehnt und abgekühlt. Aber dieses Konzept aus Energie, Materie zu machen, neue Teilchen zu formen, das war beim Urknall genauso wie das, was wir an unseren Experimenten machen, mit solchen Beschleunigern. Nur ist die Energie, die wir hier zur Verfügung haben, viel, viel, viel kleiner, als sie existierte zu Beginn unseres Universums. Eine der offenen Fragen, die wir mit dem LHC beantworten wollen, ist, warum Teilchen überhaupt eine Masse haben, das heißt auch, warum Sie und ich und alles, was uns umgibt, eine Masse hat. Wir haben dafür einen Erklärungsansatz in der Theorie und das ist verbunden mit einem berühmten Teilchen. Der Name des Teilchens kommt von einem mathematischen Physiker, der diesen Formalismus eingeführt hat, Peter Higgs, dieses berühmte Higgs-Teilchen. Ob es jetzt dieses Art von Teilchen ist oder ein andere, mehrere von dieser Art, das werden wir am LHC herausfinden. So one important point of this analysis is that we have backgrounds, so events which look like our Higgs event, so the Higgs which we are looking for. Wir wollen wissen, warum diese verschiedenen Grundbausteine, die wir haben und die Trägerteilchen der Wechselwirkung, warum die Massen so extrem verschieden sind über viele, viele Größenordnungen und warum einige Trägerteilchen eben keine Masse haben. Des Kerns gegenüber der Summe der Massen der Konstituenten. Das heißt, mein Massendefekt der Gleichung bedeutet, ist mit der Bindungsenergie, ist also Massendefekt, ist die Bindungsenergie dividiert durch die T Quadrat, einfach weil sie die richtigen Einheiten dazu brauchen. Ich bin gerne unterwegs. Also ich bin wahrscheinlich sehr unglücklich, wenn ich einen Beruf hätte, wo ich immer in einem Ort sein muss, immer in dasselbe Büro, dasselbe Gebäude gehen muss und wenig Kontakt mit der Außenwelt habe, mit anderen Menschen. Im Zug zwischen Zürich und Genf sage ich auch meinen Studenten, dass das eigentlich mein drittes Büro ist und da stört mich nicht die Leute, die mich dann ein bisschen komisch anschauen, vor allem wenn sie dann merken, dass ich Physik, ein Physikpapier anschaue. Nebst ihren Tätigkeiten in Zürich und Genf ist Felicitas Paus auch verantwortlich für die Experimente am weltweit größten Magic-Cherenkov-Teleskop, mit dem hochenergetische kosmische Strahlungen erforscht werden.
Es steht auf dem höchsten Berg der Insel La Palma, auf den Kanarischen Inseln. Das, was im Kosmos abläuft, ist sehr eng damit verknüpft, was wir in der Teilchenphysik im Mikrokosmos machen. Und dass wir im Endeffekt beide Aspekte brauchen. Die Physik des Mikrokosmos aus der Teilchenphysik und die Physik, die wir ableiten von Beobachtungen des Sternenhimmels. Wenn ich in einen sternenklaren Nachthimmel blicke, dann bin ich von diesem Bild des Sternenhimmels wirklich fasziniert. Und ich frage mich natürlich auch, wie ist eigentlich unsere Milchstraße entstanden? Wie sind die Sterne entstanden? Hat unser Universum immer so ausgesehen, wie es heute ist? Und wird es auch immer so bleiben? Oder eine andere Frage, gibt es wirklich nur drei räumliche Dimensionen? Ich würde mir sehr wünschen, dass ich noch einmal an einer ganz wichtigen Entdeckung beteiligt sein kann. Zum Beispiel möchte ich wirklich herausfinden, gibt es dieses Higgs-Teilchen von Peter Higgs oder gibt es mehrere dieser Higgs-Teilchen? Leben wir wirklich in einer supersymmetrischen Welt? Das heißt, gibt es diese neuen supersymmetrischen Teilchen? Oder auch, was ist die dunkle Materie in unserem Universum? Diese Fragen faszinieren mich und ich möchte einfach in den kommenden Jahren noch eine Antwort darauf finden. Das Buch zum Thema Forschung in der Schweiz ist zusammen mit der Doppel-DVD aller 25 Porträtfilme erhältlich. Bestellen Sie das viersprachige Werk unter der eingeblendeten Telefonnummer oder gleich jetzt im Internet shop.sf.